Von der Königin, die keine Pfeffernüsse backen, und dem König, der nicht das Brummeisen spielen konnte. Der König von Makronien, der sich schon seit einiger Zeit gerade in seinen besten Jahren befand, war eben aufgestanden und saß unangezogen auf dem Stuhl neben dem Bett. Vor ihm stand sein Hausminister und hielt ihm die Strümpfe hin, von denen der eine ein großes Loch an der Ferse hatte. Aber obwohl er den Strumpf mit größter Sorgfalt so gedreht hatte, dass der König das Loch nicht bemerken sollte, und obschon der König sonst mehr auf hübsche Stiefel als auf ganze Strümpfe zu achten pflegte, war das Loch dem königlichen Scharfblicke diesmal doch nicht entgangen. Entsetzt nahm er dem Minister den Strumpf aus der Hand, fuhr mit dem Zeigefinger durch das Loch, so dass er bis zum Knöchel herausguckte und sagte dann seufzend: »Ach, was hilft's mir, dass ich König bin, wenn ich keine Königin habe? Was meinst du, wenn ich mir eine Frau nehme?« »Majestät«, antwortete der Minister, »das ist ein sublimer Gedanke, ein Gedanke, der gewiss auch mir ganz untertänigst aufgestiegen wäre, wenn ich nicht gefühlt hätte, dass Euer Majestät ihn, jedenfalls heute selbst noch zu äußern, geruhen würden.« »Schön«, erwiderte der König, »aber glaubst du, dass ich so leicht eine Frau finden werde, die für mich passt?« »Pah«, sagte der Minister, »10 für eine.« »Ja, vergiss nicht, dass ich große Ansprüche mache. Wenn mir eine Prinzessin gefallen soll, muss sie klug und schön sein. Und dann ist noch ein Punkt, auf den ich ganz besonderes Gewicht lege. Du weißt, wie gern ich Pfeffernüsse esse. In meinem ganzen Reiche ist kein einziger Mensch, der sie zu backen versteht, wenigstens richtig zu backen. Nicht zu hart und nicht zu weich, sondern gerade knusprig. Sie muss durchaus Pfeffernüsse backen können.« Als der Minister dies hörte, bekam er einen heftigen Schreck. Doch sammelte er sich rasch wieder und entgegnete: »Ein König wie Eure Majestät werden ohne Zweifel auch eine Prinzessin finden, die Pfeffernüsse zu backen versteht.« »Nun, dann wollen wir uns zusammen umsehen«, versetzte der König, und noch am selben Tage begann er in Begleitung des Ministers die Rundreise zu denjenigen seiner verschiedenen Nachbarn, von denen er wusste, dass sie Prinzessinnen zu vergeben hatten. Aber es fanden sich nur 3 Prinzessinnen, die gleichzeitig so schön und klug waren, dass sie dem König gefielen, und von diesen konnte keine Pfeffernüsse backen. »Pfeffernüsse kann ich freilich nicht backen«, sagte die erste Prinzessin, als der König sie danach fragte. »Aber hübsche kleine Mandelkuchen, bist du damit nicht zufrieden?« »Nein«, erwiderte der König, »es müssen partout Pfeffernüsse sein.« Die zweite Prinzessin, als er die nämliche Frage an sie richtete, schnalzte mit der Zunge und sagte ärgerlich: »Lasst mich mit euren Albernheiten zufrieden, Prinzessinnen, welche Pfeffernüsse backen können, gibt es nicht.« Am schlimmsten aber ging es dem König bei der dritten, obwohl sie die schönste und klügste war. Denn sie ließ ihn gar nicht bis zu seiner Frage kommen, sondern ehe er sie hätte fragen können, fragte sie selbst, ob er auch wohl das Brummeisen zu spielen verstünde. Und als er dies verneinte, gab sie ihm einen Korb und meinte, es tue ihr herzlich leid. Er gefalle ihr sonst ganz gut, aber sie höre das Brummeisen für ihr Leben gern und habe sich vorgenommen, keinen Mann zu nehmen, der es nicht spielen könne. Da fuhr der König mit dem Minister wieder nach Haus. Und als er aus dem Wagen stieg, sagte er recht niedergeschlagen: »Das wäre also nichts gewesen.«
Aber so ein König muss durchaus eine Königin haben. Und nach längerer Zeit ließ er daher den Minister noch einmal zu sich kommen und eröffnete ihm, er habe es aufgegeben, eine Frau zu finden, die Pfeffernüsse backen könne, und beschlossen, die Prinzessin zu heiraten, welche sie damals zuerst besucht hätten. Es ist die, welche die kleinen Mandelkuchen zu backen versteht, fügte er hinzu. Gehe hin und frage, ob sie meine Frau werden will. Am nächsten Tag kam der Minister zurück und erzählte, dass die Prinzessin nicht mehr zu haben sei. Sie hätte den König aus dem Lande, wo die Kapern wachsen, geheiratet. Nun, dann gehe zur zweiten Prinzessin. Allein der Minister kam auch dieses Mal wieder unverrichteter Dinge nach Hause. Der alte König habe gesagt, er bedauere es unendlich, aber seine Tochter sei leider gestorben und so könne er sie ihm nicht geben. Da besann sich der König lange. Weil er aber durchaus eine Königin haben wollte, so befahl er dem Minister, er solle doch auch noch einmal zur dritten Prinzessin gehen. Vielleicht habe sie sich inzwischen anders besonnen. Und der Minister musste gehorchen, obgleich er sehr wenig Lust verspürte und obschon ihm auch seine Frau sagte, dass es gewiss recht unnütz wäre. Der König aber wartete ängstlich auf seine Rückkunft. Denn er gedachte der Frage wegen des Brummeisens und die Erinnerung daran war ärgerlich. Die dritte Prinzessin jedoch empfing den Minister sehr freundlich und sagte ihm, eigentlich hätte sie sich ganz bestimmt vorgenommen, nur einen Mann zu nehmen, der das Brummeisen zu spielen verstünde, aber Träume seien Schäume und besonders Jugendträume. Sie sähe ein, dass sich ihr Wunsch nicht erfüllen ließe und da der König ihr sonst sehr gut gefalle, so wolle sie ihn schon zum Manne nehmen. Da fuhr der Minister zurück, was die Pferde jagen wollten, und der König umarmte ihn und gab ihm den großen Schranzenorden mit Brettern, den Orden am Hals und die Bretter noch höher zu tragen. Bunte Fahnen wurden in der Stadt ausgehangen, Girlanden von einem Haus zum anderen quer über die Straße gezogen und die Hochzeit so herrlich gefeiert, dass die Leute 14 Tage von weiter nichts sprachen. Der König und die junge Königin aber lebten in Lust und Freude ein ganzes Jahr lang. Der König hatte die Pfeffernüsse und die Königin das Brummeisen gänzlich vergessen. Doch eines Tages stand der König früh mit dem falschen Beine zuerst aus dem Bette auf und alles ging verkehrt. Es regnete den ganzen Tag, der Reichsapfel fiel hin und das kleine Kreuz, das oben drauf war, brach ab. Dann kam der Hofmaler und brachte die neue Karte vom Königreiche und als der König sie besah, war das Land rot angestrichen statt blau, wie er befohlen. Und dann hatte die Königin auch noch Kopfschmerzen. Da geschah es, dass das Ehepaar sich zum ersten Male zankte. Warum, wussten sie am nächsten Morgen selbst nicht mehr. Oder wenn sie es wussten, wollten sie es wenigstens nicht sagen. Kurz, der König war brummig und die Königin schnippisch und behielt stets das letzte Wort. Nachdem sie sich beide lange Zeit hin und her gestritten, zuckte die Königin endlich verächtlich mit den Achseln und sagte, »Ich dächte, du wärest nun endlich still und hörest auf, alles zu tadeln, was dir vor die Augen kommt. Du selbst kannst ja nicht einmal das Brummeisen spielen.« Doch kaum war ihr dies entschlüpft, als der König ihr schon ins Wort fiel und giftig antwortete, »Und du kannst nicht einmal Pfeffernüsse backen.« blieb die Königin zum ersten Male die Antwort schuldig und wurde ganz still, und beide gingen, ohne weiter ein Wort zu wechseln, auseinander, jeder in seine Stube. Hier setzte sich die Königin in die Sofaecke und weinte und dachte, was du doch für eine törichte Frau bist. Wo hast du nur deinen Verstand gehabt? Dümmer hättest du es gar nicht anfangen können. König aber ging in seinem Zimmer auf und ab, rieb sich die Hände und sagte,
Es ist doch ein wahres Glück, dass meine Frau keine Pfeffernüsse backen kann. Was hätte ich ihr sonst erwidern sollen, als sie mir vorwarf, dass ich das Brummeisen nicht zu spielen verstünde? Nachdem er dies wenigstens 3 oder 4 Mal wiederholt hatte, wurde er immer vergnügter. Er fing an, seine Lieblingsmelodie zu pfeifen. Besah sich dann das große Bild der Königin, welches in seinem Zimmer hing, stieg auf einen Stuhl, um mit dem Taschentuch einen Spinnfaden abzuwischen, der Königin gerade über der Nase herabhing, und sagte endlich: »Sie hat sich gewiss recht geärgert, die gute kleine Frau. Ich werde einmal sehen, was sie macht.« Darauf ging er zur Tür hinaus auf den langen Gang, auf welchen alle Zimmer mündeten. Weil aber an diesem Tage alles verkehrt ging, so hatte der Kammerdiener vergessen, die Lampen anzuzünden, obgleich es schon 8 Uhr abends und stockdunkel war. Daher streckte der König die Hände vor sich, um sich nicht zu stoßen, und tappte vorsichtig an der Wand lang. Plötzlich fühlte er etwas Weiches. »Wer ist da?« fragte er. »Ich bin es«, antwortete die Königin. »Was suchst du, mein Schatz?« »Ich wollte dich um Verzeihung bitten«, erwiderte die Königin, »weil ich dich so gekränkt habe.« »Ach, das brauchst du gar nicht«, sagte der König und fiel ihr um den Hals. »Ich habe mehr Schuld als du und längst alles vergessen. Aber weißt du, 2 Worte wollen wir in unserem Königreiche bei Todesstrafe verbieten lassen. Brummeisen und Pfeffernüsse«, fiel die Königin lachend ein, indem sie sich heimlich noch ein paar Tränen aus den Augen wischte. Und damit hat die Geschichte ein Ende. Schneewittchen. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Ja, und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich: »Ach, hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen.« Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz, und ward darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Und nach einem Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemandem sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« So antwortete der Spiegel: »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.« Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner, und als es 17 Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« So antwortete er: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr.« Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid, und von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so hasste sie das Mädchen.
und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, so dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach: »Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen.« Der Jäger gehorchte und führte Schneewittchen hinaus, und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach: »Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben. Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen.« Und weil es gar so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach: »So lauf hin, du armes Kind. Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben«, so dachte er, und doch war's ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Nun war das arme Kind dem großen Wald mutterseelenallein und ihm ward so Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen, und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm nichts. Und es lief, so lange nur die Füße noch fort konnten. Und als es Abend wurde, da sah es ein kleines Häuschen und es ging hinein, sich auszuruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit 7 kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löfflein, ferner 7 Messerlein und Gäbelein und 7 Becherlein. An der Wand waren 7 Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es doch gar so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein ein Tropfen Wein, denn es wollte nicht einem alles wegnehmen. Und weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich das 7. recht war, und darin blieb es liegen und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein, das waren die 7 Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre 7 Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein ward, sahen sie, dass jemand darin gewesen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach: »Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?« Der zweite: »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?« Der dritte: »Wer hat von meinem Brötchen genommen?« Der vierte: »Wer hat von meinem Gemüschen gegessen?« Der fünfte: »Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen?« Der sechste: »Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?« Der siebente: »Wer hat aus meinem Becherlein getrunken?« Dann sah sich der erste um und sah, dass auf seinem Bett eine kleine Delle war. Da sprach er: »Wer hat in meinem Bettchen gelegen?« Die anderen kamen gelaufen und riefen: »In meinem Bett hat auch jemand gelegen.« Der siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen, das darin lag und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre 7 Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. »Wie wunderbar, wie wunderbar«, riefen sie, »was ist das Kind so schön?«
und sie hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebte Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Und als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten: »Wie heißt du?« »Ich heiße Schneewittchen«, antwortete es. »Wie bist du in unser Haus gekommen?« sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte wollen umbringen lassen. Der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt, und da wäre es gelaufen den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen: »Willst du unseren Haushalt führen, kochen, Betten machen, waschen, nähen und stricken, und willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben, und es soll dir an nichts fehlen.« »Ja«, sagte Schneewittchen, »von Herzen gern«, und blieb bei ihnen. Schneewittchen hielt das Zwergenhaus in Ordnung. Morgens gingen diese in die Berge und suchten Erz und Gold, abends kamen sie wieder, und da musste ihr Essen bereit sein. Den ganzen Tag über war das Mädchen aber allein. Da warnten es die guten Zwerglein und sprachen: »Hüte dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemanden herein.« Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte gegessen zu haben, dachte nicht anders, als dass sie wäre wieder die Erste und Allerschönste. Sie trat vor ihren Spiegel und sprach: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Wie erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Da sann und sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte, denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief: »Schöne Ware, Feil, Feil.« Schneewittchen guckte zum Fenster hinaus und rief: »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen?« »Gute Ware«, antwortete diese, »Schnürriemen von allen Farben«, und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. »Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen«, dachte Schneewittchen, riegelte die Türe auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. »Kind«, sprach die Alte, »wie du aussiehst. Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.« Schneewittchen hatte keine Angst, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte so geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es wie tot hinfiel. »Nun bist du die Schönste gewesen«, sprach die Frau und eilte hinaus. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Haus. Aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen, und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe. Und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei. Da fing es ein wenig an zu atmen und ward nach und nach wieder lebendig. Und als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie: »Die alte Krämerfrau war niemand anderes als die gottlose Königin. Hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind.« Die böse Königin aber, als sie nach Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte:
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete er wie sonst: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. »Nun aber«, sprach sie, »will ich etwas aussinnen, das dich zugrunde richten soll.« Und mit den Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin über die 7 Berge zu den 7 Zwergen, klopfte an die Türe und rief: »Gute Ware, Pfeilpfeil!« Schneewittchen schaute heraus und sprach: »Geht nur weiter, ich darf niemanden hereinlassen.« »Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein«, sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Türe öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte: »Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.« Das arme Schneewittchen dachte an nichts, ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt und das Gift daran wirkte, fiel das Mädchen ohne Besinnung nieder. »Du Ausbund von Schönheit«, sprach das boshafte Weib, »jetzt ist's um dich geschehen«, und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die 7 Zwerglein nach Hause kamen, und als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht und suchten und fanden den giftigen Kamm. Kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es, noch einmal auf der Hut zu sein und niemandem die Türe zu öffnen. Die Königin unterdessen stellte sich daheim vor dem Spiegel und sprach: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Doch er antwortete wie vorher: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte sie und bebte vor Zorn. »Schneewittchen soll sterben«, rief sie, »und wenn es mein eigenes Leben kostet.« Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen Apfel. Äußerlich sah er sehr schön aus, weiß mit roten Backen, so dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Und als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich in eine Bauersfrau, und so ging sie über die 7 Berge zu den 7 Zwergen. Sie klopfte an. Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach: »Ich darf keinen Menschen einlassen, die 7 Zwerge haben's mir verboten.« »Mir auch recht«, antwortete die Bäuerin. »Meine Äpfel will ich schon loswerden, da einen will ich dir schenken.« »Nein«, sprach Schneewittchen, »ich darf nichts annehmen.« »Haha, fürchtest du dich vor Gift?«, sprach die Alte. »Siehst du, da schneide ich den Apfel in 2 Teile, den roten Backen iss, den weißen will ich essen.« Der Apfel aber war so künstlich gemacht, dass der rote Backen allein vergiftet war. Schneewittchen schaute den schönen Apfel an, und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder.
Ja, da betrachtete es die Königin mit grausen Blicken und lachte überlaut und sprach: Hahaha, weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete dieser endlich: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen und es ging kein Atem mehr aus ihrem Mund und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie was Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Da legten sie es auf eine Barre und setzten sich alle siebene daran und beweinten es 3 Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch seine schönen roten Wangen. Da sprachen sie: Wir können es nicht in die schwarze Erde versenken. Und sie ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man Schneewittchen von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen. Erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und sah aus, als wenn es nur schliefe, denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Nun geschah es, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, um zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen: Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt. Doch die Zwerge antworteten: Wir geben ihn nicht für alles Gold in der Welt. Da sprach der Königssohn: So schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von dem Schüttern fuhr das giftige Apfelstück, das Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange danach, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und ward wieder lebendig. »Wo bin ich?« rief es. Der Königssohn sagte voll Freude: »Du bist bei mir!« und erzählte, was sich zugetragen hatte und sprach: »Ich habe dich lieber als alles andere auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden.« Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm. Und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Feste wurde auch Schneewittchens böse Stiefmutter eingeladen. Und wie diese sich nun mit schönen Kleidern angetan, vor den Spiegel stellte und fragte: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und ihr ward so Angst, dass sie sich nicht zu lassen wusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie musste
fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen. Und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt und sie wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste die böse Königin in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Schneewittchen und der Prinz aber lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Der General-Oberhof-Zeremonienmeister. Der alte König saß auf seinem Thron und regierte. Er hatte eine Krone auf dem Kopf mit einer warmen Unterlage und an den Füßen trug er Filzpantoffeln. Es war eben schon ein alter König, der sich ein bisschen schonen musste beim Regieren, während sich die Könige ja sonst immer dabei überanstrengen. Außerdem sahen die Filzpantoffeln wirklich sehr hübsch aus. Es waren alle 7 Farben darauf gestickt, denn das Land, das der alte König regierte, lag ganz weit von hier, irgendwo hinter dem Regenbogen. Der Regenbogen war das Tor, durch das man hindurchgehen musste, und darum waren seine 7 Farben die Landesfarben und die Farben auf den Filzpantoffeln des alten Königs. Ordentlich fröhliche Füße bekam man, wenn man die Pantoffeln anhatte. Und der alte König war auch immer sehr fröhlich, wenn er sie anzog. Wenn er nun so auf seinem Throne saß und regierte, dann hielt er sein Zepter in der rechten Hand und in der linken einen Reichsapfel. Das war aber kein goldener, sondern ein ganz richtiger Apfel. Der goldene Apfel war dem alten König schon lange zu schwer geworden. Er musste auch jeden Tag mit Flanell abgerieben werden und es war so umständlich. Den richtigen Apfel aber konnte man essen und so aß der alte König eine ganze Menge Reichsäpfel, wenn er so da saß und regierte. Er ernährte sich sozusagen davon. Die Kerne aber spuckte er aus, denn die muss man niemals mit essen, denn das ist nicht gesund und ganz besonders nicht für einen alten König. Das Land, das der alte König regierte, war nicht groß, denn hinter dem Regenbogen liegen sehr viele Länder, wie jeder weiß, der einmal dahinter gekommen ist. Also können die einzelnen Länder auch nicht so groß sein, und das ist auch gar nicht nötig, denn wenn ein Land so groß ist, so muss es auch einen sehr großen König haben, und die sind viel schwerer zu finden als die großen Länder. So war auch das Schloss des alten Königs nicht groß, aber den Thron konnte man ganz schön darin aufstellen. Eine Küche war auch noch dabei und das ist doch schließlich die Hauptsache. In dieser Küche wurden jeden Tag Pfefferkuchen gebacken. Früher hatte das immer die alte Königin getan und ihre Pfefferkuchen waren die schönsten in allen Ländern hinter dem Regenbogen. Nun tat sie es schon lange nicht mehr aus dem Grunde, weil sie gestorben war. Aber sie hatte dem Staat ein großes Erbe hinterlassen. Das wunderschöne Pfefferkuchenrezept und eine ebenso wunderschöne Prinzessin. Und es war schwer zu sagen, welches von beiden das Schönere war. Wenn jemand glaubt, das Schönere müsse doch allemal die Prinzessin gewesen sein, dann hat er noch niemals richtige Pfefferkuchen gegessen. Und wenn jemand denkt, die Pfefferkuchen müssten das Schönere gewesen sein, dann hat er noch niemals eine richtige Märchenprinzessin geküsst. Seitdem nun die alte Königin tot war, buk die Prinzessin die Pfefferkuchen und dann wurden es immer lauter Pfefferkuchenherzen. Der alte König fand es ein bisschen eintönig, aber die Prinzessin konnte eben nur die Herzen formen und dabei seufzte sie,
besonders wenn sie die Mandeln hineindrückte. Der alte König wäre vielleicht auch schon gestorben, aber er wollte das Reich auch gerne ein großes Erbe hinterlassen, und dafür war ihm noch kein Rezept eingefallen. So blieb er schon lieber einstweilen leben und regierte seine Untertanen. Ja, er hatte 3 ganze Untertanen und einen halben. Und von denen war einer noch dazu bloß ein Minister. Der halbe Untertan lebte an der Grenze eines anderen Königreiches, und da er niemanden kränken wollte, so hatte er sich aus lauter Gefälligkeit gleichsam in 2 Hälften geteilt und jedem König eine geschenkt. Der Minister war der Minister des Inneren und des Äußeren. Wenn er der Minister des Inneren war, dann stellte er seine Füße einwärts. Und wenn er der Minister des Äußeren war, dann stellte er sie auswärts. Das war sehr übersichtlich und das sollte überall eingeführt werden. Aber meistens spielte er mit dem alten König Schafskopf und dann hatte er die Füße einwärts gestellt, denn das war eine innere Angelegenheit. Das war das ganze Volk, das der alte König regierte. Es war freilich noch eine Katze da, aber die ließ sich nicht regieren, denn sie war mit der Prinzessin befreundet und gab ihr gute Ratschläge. Wie nun der alte König wieder einmal auf seinem Throne saß und dazu seinen Reichsapfel aß und regierte, da kam die Prinzessin herein und sagte: »Guten Tag.« »Guten Tag«, sagte der alte König. »Ich habe Herzen aus Pfefferkuchen gebacken«, sagte die Prinzessin. »Und wie ich die Mandeln hineindrückte und seufzte, da ist mir etwas eingefallen. Ich werde heiraten.« »Tu das«, sagte der alte König. Da freute sich die Prinzessin sehr, dass es dem alten König so recht wäre, und sie fragte: »Weißt du auch, wen ich heiraten will?« »Nein, das weiß ich nicht«, sagte der alte König. »Aber ich denke mir, dass ich das schon erfahren werde.« »Dann will ich es dir lieber gleich sagen. Das ist vielleicht besser«, sagte die Prinzessin. »Ich will unseren halben Untertan heiraten.« Der alte König ließ vor Schreck seinen angebissenen Reichsapfel fallen. »Das könnte dir schon passen«, sagte er. »Aber wer ersetzt mir meinen halben Untertan? Wir haben so schon nicht viele. Nun willst du auch noch einen wegheiraten, und wenn's auch nur ein halber ist.« »Ja, daran habe ich auch schon gedacht«, sagte die Prinzessin. »Aber es ist ja nur ein halber, und das ist ja auch nur aus lauter Gefälligkeit. Und wenn ich ihn erst geheiratet habe, dann will ich mir auch große Mühe geben und fortwährend Kinder bekommen.« »Das wird mich sehr freuen«, sagte der alte König. »Aber wenn du so viele Kinder kriegst, so sind das alles Prinzen und Prinzessinnen, und über wen sollen diese herrschen, wenn wir nur 3 ganze Untertanen haben? Denn den halben heiratest du ja weg.« »Das schadet nichts«, sagte die Prinzessin. »Dann können sie über sich selbst herrschen, das ist viel bequemer, denn man hat sich selbst doch immer gleich bei der Hand.« Die Prinzessin war eben noch sehr jung. Der alte König schwieg dazu und aß seinen Reichsapfel weiter. »Ich dachte mir, dass wir in 3 Tagen heiraten«, sagte die Prinzessin. »Früher kann ich es nicht machen, denn ich muss eine ganze Menge Pfefferkuchen zur Hochzeit backen.« »Es ist auch nicht nötig, dass du früher heiratest«, sagte der alte König. »Denn wenn du nachher fortwährend Kinder bekommen willst, so kommt es auf 3 Tage früher oder später auch nicht an.« »Ich will dann gleich gehen und Herzen aus Pfefferkuchen backen«, sagte die Prinzessin. »Tu das«, sagte der König. Die Prinzessin ging in die Küche, der alte König aber hörte auf zu regieren und dachte sehr stark darüber nach, womit er seiner Tochter eine Überraschung zur Hochzeit bereiten könnte. Als ihm gar nichts einfiel, ging er zur Tür und rief den Minister des Inneren und Äußeren herein,
damit er ihm beim Nachdenken helfen solle. Der Minister kehrte die Füße einwärts und bedachte sich's von innen. Er kehrte die Füße auswärts und bedachte sich's von außen, aber es fiel ihm auch nichts ein. Das war recht unangenehm, weil man doch nur 3 Tage Zeit hatte und die Prinzessin dann schon heiraten wollte. Da hörten sie ein Posthorn blasen. Die Postkutsche kam angefahren und hielt gerade vor dem Reiche des alten Königs. »Das werden Mandeln und Rosinen sein, die meine Tochter bestellt hat«, sagte der alte König. Aber es waren keine Mandeln und Rosinen, sondern es war gerade das Gegenteil. Es war eine auswärtige Angelegenheit. Der Postbote brachte eine gewaltig große Kiste von einem Kaiser, der über ein sehr großes Land herrschte. Womit aber nicht gesagt ist, dass der Kaiser auch ebenso groß war wie sein Land. Ich habe auch ganz genau gewusst, wie das Land hieß, aber ich kann mich eben nicht darauf besinnen. Der Kaiser mit dem großen Land hatte ein großmächtiges Schreiben dazu geschrieben, worin er dem alten König versicherte, dass er ihm sehr wohl affektioniert sei und ihm aus allerhöchster Wohlaffektioniertheit einen Generaloberhof-Zeremonienmeister schicke. Der wäre eine besonders große Erfindung seines großen Landes, er wäre am Kopf aufzuziehen und der Schlüssel wäre in der Kiste. Oder freute sich der alte König sehr, denn nun hatte er ja die Überraschung für die Hochzeit der Prinzessin und er schenkte dem Postboten einen Reichsapfel. Der Minister ging mit auswärts gekehrten Füßen um die Kiste herum, denn es war eine auswärtige Angelegenheit und zwar so auswärtig, wie noch keine gewesen war. Auf dem Deckel war ein amtlicher Stempel. Nicht stürzen. Und die ganze Kiste war von allen Seiten gehörig vernagelt. Der alte König klemmte sein Zepter zwischen die Nägel und brach den Deckel auf. Er war schrecklich neugierig, was wohl darin sein möge, denn unter einem Generaloberhof-Zeremonienmeister konnte er sich beim besten Willen nichts vorstellen. Und ich hätte es auch nicht gekonnt. Zuerst kam Stroh, dann noch einmal Stroh und dann kam der Generaloberhof-Zeremonienmeister. Der war ganz aus Blech gemacht, hatte eine herrlich bunte Uniform mit goldenen Aufschlägen, einen Orden auf dem Bauch und ein Loch im Kopf, wo man den Schlüssel hineinstecken und ihn aufziehen konnte. Als der alte König das alles sah, musste er lachen und schrieb gleich eine Postkarte an den Kaiser in dem großen Land, auf das ich mich eben nicht besinnen kann. Schönen Dank für deinen Generaloberhof-Zeremonienmeister. Er wird uns sicher viel Spaß machen. Und wenn meine Tochter heiratet, wollen wir ihn aufziehen. Die Postkarte warf er sogleich selbst in den Briefkasten, der am Regenbogen hing. Der alte König und der Minister, der jetzt nur noch Minister des Äußeren war, packten nun den Generaloberhof-Zeremonienmeister aus all dem vielen Stroh heraus und stellten ihn auf die Beine. Da sahen sie, dass er einen ganz krummen Rücken hatte. »Das kommt vom langen Liegen in der Kiste«, sagte der alte König. »Es wird sich schon wieder geben.« »Das glaube ich nicht«, sagte der Minister. »Mir scheint überhaupt, dies ist eine ganz besonders auswärtige Angelegenheit.« »Vielleicht wird es besser, wenn man ihn aufzieht«, sagte der König und steckte den Schlüssel in seinen Schlafrock. »Aber wir wollen ihn erst aufziehen, wenn die Prinzessin Hochzeit feiert.« »Ich will ihn dann so lange in die Ecke stellen«, sagte der Minister des Äußeren. »Tu das«, sagte der alte König.
Als nun die 3 Tage um waren und die Prinzessin Hochzeit feiern wollte, da schien der Regenbogen besonders schön und im ganzen Lande duftete es nach Pfefferkuchen. Der Minister des Inneren und des Äußeren versammelte erst sich selbst, weil er doch gleichsam 2-mal da war, und dann versammelte er die 2 anderen Untertanen, die noch übrig waren. Und alle gratulierten und bekamen Pfefferkuchen. Der halbe Untertan aber saß bei der Prinzessin und küsste sie. Und auf ihrem Schoße saß die Katze, die sich nicht regieren ließ und gab der Prinzessin gute Ratschläge für die Ehe. Besonders riet sie ihr, sie solle es auch so machen wie die Katze und sich nicht regieren lassen. Und das versprach die Prinzessin zu tun. Der alte König saß auf seinem Thron und freute sich. Er hatte sein Zepter in der einen Hand und in der anderen den Reichsapfel, aber diesmal den goldenen, und er hatte alles mit Flanell abgerieben, sodass er glänzte. Den Schlafrock und die Filzpantoffeln hatte er auch an, und es war wirklich sehr schön. »Das Schönste kommt aber noch, das ist eine Überraschung«, sagte der alte König und holte den General-Oberhof-Zeremonienmeister aus der Ecke. Er steckte ihm den Schlüssel in das Loch im Kopf und zog ihn auf. Im Kopf gab es nur ein schwächliches Geräusch, aber die Wirkung war eine sehr spaßhafte, sodass alle sehr lachen mussten. Der General-Oberhof-Zeremonienmeister verbeugte sich. Und da er an sich schon einen krummen Rücken hatte, so verbeugte er sich so tief, wie das ein richtiger Mensch gar nicht fertig bekommen hätte. Die Prinzessin fand ihn auch sehr komisch, aber als er gar nicht aufhören wollte, sich zu verbeugen, da kriegte sie es satt. »Steh doch einmal gerade«, rief sie. Doch der General-Oberhof-Zeremonienmeister verstand das nicht, denn das hatte noch niemals jemand zu ihm gesagt. Und er konnte es ja gar nicht verstehen, weil er doch eine Puppe war, mit einer Uniform und mit einem Orden auf dem Bauch. Oder ärgerte sich die Prinzessin sehr, denn es war eine Märchenprinzessin. Und sie stand auf, gab dem General-Oberhof-Zeremonienmeister einen tüchtigen Puff in den Rücken und bog ihn gerade. Da aber gab es einen Knacks. Und der General-Oberhof-Zeremonienmeister war kaputt. Der alte König bemühte sich, ihn wieder aufzuziehen, aber es war nichts mehr zu machen. »Es ist eigentlich schade um ihn«, sagte der alte König. »Er war so sehr komisch.« »Es schadet gar nichts«, sagte die Prinzessin. »Zuerst muss man ja lachen, aber dann ist es auch genug. Ich denke, wir packen ihn wieder ein und schicken ihn zurück, denn auf der Rumpelkammer habe ich keinen Platz. Dazu nimmt er viel zu viel Raum ein. Er passt auch gar nicht in die Länder hinter dem Regenbogen.« Da packten sie den General-Oberhof-Zeremonienmeister wieder in die Kiste und schickten ihn dem Kaiser in das große Land zurück. Der Kaiser aber in dem großen Lande ärgerte sich sehr, als er die Kiste aufmachte. Er ließ auch gleich seinen General-Oberhof-Mechanikus kommen und befahl ihm bei seiner allerhöchsten Ungnade, er solle den General-Oberhof-Zeremonienmeister sofort wieder in Ordnung bringen. Der General-Oberhof-Mechanikus besah sich den Schaden von allen Seiten und machte ein sehr bedenkliches Gesicht. Schließlich meinte er. Die Kleinigkeit im Kopf wolle er gerne reparieren, dann könne der General-Oberhof-Zeremonienmeister wieder spazieren gehen. Aber wer einmal einen wirklich geraden Rücken habe, dem sei er nicht mehr krumm zu machen. Und für den Hofdienst wäre er keinesfalls zu gebrauchen.
Oh, da wurde der Kaiser sehr böse. Er nahm dem Generaloberhofzeremonienmeister seinen Orden vom Bauch und stellte ihn als ein warnendes Exempel öffentlich aus. Und alles Volk lief herbei, um ihn anzuschauen, denn in dem großen Land, auf das ich mich eben nicht besinnen kann, hatte noch keiner einen Generaloberhofzeremonienmeister mit einem geraden Rücken gesehen. So etwas war einfach noch nicht dagewesen. Im Märchenland hinter dem Regenbogen aber waren alle sehr glücklich und zufrieden. Der alte König regierte nicht mehr. Er aß seine Reichsäpfel und spielte Schafskopf mit dem Minister, der deshalb bloß noch Minister des Inneren war und nur noch einwärts ging. Der halbe Untertan regierte das ganze Land und das genügte allen vollkommen. Nur die Prinzessin regierte er nicht, denn die machte es wie die Katze und ließ sich nicht regieren. Sie hatte es nun einmal der Katze versprochen. Aber dafür bekam sie fortwährend Kinder, genau so, wie sie es ja auch versprochen hatte. Die Kinder waren alle Prinzen und Prinzessinnen, und da sie zu wenig Untertanen hatten und niemand beherrschen konnten, so beherrschten sie sich selbst. Und das ist auch noch niemals so dagewesen. Von den 12 Monaten. Es war eine Mutter und die hatte 2 Töchter. Die eine war ihre eigene, die andere ihre Stieftochter. Die eigene Tochter hatte sie sehr lieb, die Stieftochter konnte sie nicht einmal ansehen, weil Maruschka schöner war als Holländer. Die gute Maruschka wusste von ihrer Schönheit nichts. Sie konnte sich gar nicht erklären, warum die Mutter so böse sei, so oft sie sie ansehe. Alle Arbeit musste sie selbst verrichten. Die Stube aufräumen, kochen, waschen, nähen, spinnen, weben, Gras zu tragen und die Kuh allein besorgen. Holena putzte sich nur und ging müßig. Doch Maruschka arbeitete gern, war geduldig und ertrug das Schelten, das Fluchen der Schwester und Mutter wie ein Lamm. Doch dies half nichts. Sie wurden von Tag zu Tag schlimmer. Und zwar nur darum, weil Maruschka, je älter sie wurde, desto schöner, Holena, desto garstiger ward. Die Mutter dachte, wozu sollte ich die schöne Stieftochter im Hause haben, wenn meine eigene Tochter nicht auch so ist? Die Burschen werden auf Brautschau kommen, Maruschka wird ihnen gefallen, Holena werden sie nicht haben wollen. Und von diesem Augenblicke an versuchten sie, die arme Maruschka loszuwerden. Sie quälten sie mit Hunger, sie schlugen sie, doch sie ertrug's geduldig und ward von Tag zu Tag schöner. Und eines Tages, es war in der Mitte des Eismonats, wollte Holena Veilchen haben. »Geh, Maruschka, bring mir aus dem Walde einen Veilchenstrauß. Ich will ihn hinter den Gürtel stecken und an ihm riechen«, befahl sie der Schwester. »O je, liebe Schwester, was fällt dir ein? Hab nie gehört, dass unter dem Schnee Veilchen wüchsen«, versetzte das arme Mädchen. »Du nichtsnutziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle. Gleich wirst du in den Wald gehen und bringst du kein Veilchen mit, so schlag ich dich tot«, drohte Holena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Türe hinaus und schloss diese hinter ihr. Das arme Mädchen ging bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war ein Fußstapfen. Die Arme irrte lange, Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie, sie bat Gott, er möchte sie lieber aus der Welt nehmen. Da gewahrte sie in der Ferne ein Licht. Sie geht dem Glanze nach und kommt auf den Gipfel eines Berges. Auf dem Gipfel brannte ein großes Feuer und um das Feuer lagen 12 Steine. Auf den Steinen saßen 12 Männer.
Drei waren graubärtig, drei waren jünger, drei waren noch jünger und die drei Jüngsten waren die schönsten. Sie sprachen nichts, sie blickten still in das Feuer. Die 12 Männer waren die 12 Monate. Der Eismonat saß oben an. Der hatte Haare und Bart weiß wie Schnee. In der Hand hielt er einen Stab. Maruschka erschrak und blieb eine Weile verwundert stehen. Dann aber fasste sie Mut, trat näher und bat: »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Kälte schüttelt mich.« Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte sie: »Weshalb bist du hergekommen, Mädchen? Was suchst du hier?« »Ich suche Veilchen«, antwortete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit, Veilchen zu suchen, wenn Schnee liegt«, sagte der Eismonat. »Das weiß ich wohl«, entgegnete Maruschka traurig. »Allein Schwester Hollena und die Stiefmutter haben es mir befohlen, Veilchen aus dem Walde zu bringen. Bringe ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich derer finde.« Da erhob sich der Eismonat, schritt zu dem jüngsten Monat, gab ihm den Stab in die Hand und sprach: »Bruder März, setz dich oben an.« Der Monat März setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. In diesem Augenblicke loderte das Feuer höher, der Schnee begann zu tauen, Bäume trieben Knospen, unter den Buchen grünte Gras, in dem Gras keimten bunte Blumen und es war Frühling. Unter Gesträuch verborgen blühten Veilchen, und ehe sich's Maruschka dessen versah, gab es ihrer so viele, als ob wer ein blaues Tuch ausgebreitet hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke«, gebot der März. Maruschka pflückte freudig, bis sie einen großen Strauß beisammen hatte. Dann dankte sie den Monaten und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Hollena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie Maruschka sahen, wie sie einen Veilchenstrauß trug. Sie gingen, ihr die Tür zu öffnen, und der Duft der Veilchen ergoss sich durch die ganze Hütte. »Wo hast du die denn gepflückt?« fragte Hollena störrig. »Hoch auf dem Berge, dort wuchsen ihrer Untergesträuch in Mengen«, erwiderte Maruschka. Hollena nahm die Veilchen, steckte sie hinter den Gürtel, roch an ihnen und ließ die Mutter riechen. Des anderen Tages saß Hollena müßig beim Ofen und es gelüstete sie nach Erdbeeren. »Geh, Maruschka, bring mir Erdbeeren aus dem Walde«, befahl Hollena der Schwester. »O je, liebe Schwester, wo werd ich Erdbeeren finden? Hab nie gehört, dass unter dem Schnee Erdbeeren wüchsen«, versetzte Maruschka. »Du nichtsnütziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle. Gleich geh in den Wald und bringst du keine Erdbeeren mit, wahrlich, so schlag ich dich tot«, drohte die böse Hollena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Türe hinaus und schloss diese fest hinter ihr. Das Mädchen ging wieder bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war ein Fußstapfen. Die Arme irrte lange. Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie. Da gewahrte sie in der Ferne dasselbe Feuer, das sie den Tag zuvor gesehen. Mit Freuden eilte sie darauf zu. Sie kam wieder zu dem großen Feuer, um welches die 12 Monate saßen. Der Eismonat saß oben an. »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Kälte schüttelt mich«, bat Maruschka. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte: »Warum bist du wiedergekommen? Was suchst du?« »Ich suche Erdbeeren«, entgegnete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit, Erdbeeren zu suchen, wenn Schnee liegt«, sagte der Eismonat. »Das weiß ich wohl«, antwortete Maruschka traurig. »Allein
Schwester Hollena und meine Stiefmutter haben's mir befohlen, Erdbeeren zu bringen. Bring ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde. Der Eismonat erhob sich, schritt zum Monat, der ihm gegenüber saß, gab ihm den Stab in die Hand und sprach: Bruder Juni, setz dich oben an. Der schöne Monat Juni setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. In dem Augenblicke schlug die Flamme hoch empor. Der Schnee zerschmolz alsbald, die Erde grünte, Bäume umhüllten sich mit Laub, Vögel begannen zu singen, mannigfaltige Blumen blühten im Walde und es war Sommer. Weiße Sternlein gab es, als ob sie wer dahingesät hätte. Sichtbar aber verwandelten sich die weißen Sternlein in Erdbeeren. Die Erdbeeren reiften schnell und ehe sich Smaruschka versah, gab es ihrer in dem grünen Rasen, ob wer Blut ausgegossen hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke«, gebot der Juni. Maruschka pflückte freudig, bis sie die Schürze voll hatte. Dann dankte sie den Monaten schön und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Hollena. Es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, dass Maruschka in der Tat Erdbeeren bringe, die ganze Schürze voll. Sie liefen ihr, die Tür zu öffnen, und der Duft der Erdbeeren ergoss sich durch die ganze Hütte. »Wo hast du sie gepflückt?« fragte Hollena Störrig. »Hoch auf dem Berge, dort wachsen sie in Fülle unter den Buchen«, erwiderte Maruschka. Hollena nahm die Erdbeeren, aß sich satt und gab auch der Mutter zu essen. Hollena hatten die Erdbeeren geschmeckt und es gelüstete sie des dritten Tages nach roten Äpfeln. »Geh in den Wald, Maruschka, und bring mir rote Äpfel«, befahl sie der Schwester. »O je, liebe Schwester, woher sollten im Winter Äpfel kommen?«, versetzte die arme Maruschka. »Du nichtsnutziges Ding, du Kröte! Du widersprichst, wenn ich befehle? Gleich geh in den Wald und bringst du keine roten Äpfel, wahrlich, so schlag ich dich tot«, drohte die böse Hollena erneut. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese wieder fest hinter ihr. Das Mädchen eilte bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war ein Fußstapfen. Allein das Mädchen irrte nicht umher. Es ging gerade auf den Gipfel des Berges, wo das große Feuer brannte, wo die 12 Monate saßen. Sie saßen dort, der Eismonat saß oben an. »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Kälte schüttelt mich«, bat Maruschka und trat zum Feuer. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte: »Weshalb bist du wiedergekommen? Was suchst du da?« »Ich suche rote Äpfel«, antwortete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit«, sagte der Eismonat. »Das weiß ich wohl«, entgegnete Maruschka traurig. »Allein Schwester Hollena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, rote Äpfel aus dem Wald zu bringen. Bring ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde.« Da erhob sich der Eismonat, schritt zu einem der älteren Monate, gab ihm den Stab in die Hand und sprach: »Bruder September, setz dich oben an.« Der Monat September setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. Das Feuer glühte rot, der Schnee verlor sich, aber die Bäume umhüllten sich nicht mit Laub, ein Blatt nach dem anderen fiel ab und der kühle Wind verstreute sie auf dem falben Rasen, eins dahin, das andere dorthin. Maruschka sah nicht so viele bunte Blumen. Am Talhang blühten Altmannskraut, blühten rote Nelken, im Tale standen gelbe Eschen, unter den Buchen wuchs hohes Farrenkraut und dichtes Immergrün.
Maruschka blickte nur nach roten Äpfeln umher und sie gewahrte in der Tat einen Apfelbaum und hoch auf ihm zwischen den Zweigen rote Äpfel. »Schnell, Maruschka, schüttle!« gebot der September. Maruschka schüttelte freudig den Apfelbaum, es fiel ein Apfel herab. Maruschka schüttelte noch einmal, es fiel ein zweiter herab. »Schnell, Maruschka, eile nach Hause!« gebot der Monat. Maruschka gehorchte, nahm die zwei Äpfel, dankte den Monaten schön und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Hollena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, dass Maruschka Äpfel bringe. Sie gingen ihr öffnen. Maruschka gab ihnen die zwei Äpfel. »Wo hast du sie gepflückt?« »Hoch auf dem Berge, sie wachsen dort und noch gibt's ihrer dort genug«, erwiderte Maruschka. »Warum hast du nicht mehr gebracht oder hast du sie unterwegs gegessen?« fuhr Hollena zornig gegen sie los. »Ach, liebe Schwester, ich habe keinen Bissen gegessen. Ich schüttelte einmal, da fiel ein Apfel herab. Ich schüttelte zum zweiten Mal, da fiel noch einer herab. Länger zu schütteln erlaubten sie mir nicht. Sie hießen mich nach Hause gehen«, sagte Maruschka. »Dass der Donner in dich fahre«, fluchte Hollena und wollte Maruschka schlagen. Maruschka brach in Tränen aus und bat Gott, er solle sie lieber zu sich nehmen und sie nicht von der bösen Schwester und Stiefmutter erschlagen lassen. Sie floh in die Küche. Die gnäschige Hollena ließ das Fluchen und begann, einen Apfel zu essen. Der Apfel schmeckte ihr so, dass sie versicherte, noch niemals in ihrem Leben so etwas Köstliches gegessen zu haben. Auch die Stiefmutter ließ sich's schmecken. Sie aßen die Äpfel auf und es gelüstete sie nach mehr. »Mutter, gib mir meinen Pelz, ich will selbst in den Wald gehen«, sagte Hollena. »Das nichtsnutzige Ding würde sie wieder unterwegs essen. Ich will schon den Ort finden und sie alle herabschütteln, ob es fair erlaubt oder nicht.« »Vergebens«, riet die Mutter ab. Hollena zog den Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf und eilte in den Wald. Die Mutter stand auf der Schwelle und sah Hollena nach, wie es ihr gehe. Alles lag voll Schnee, nirgend war ein Fußstapfen zu schauen. Hollena irrte lange, ihre Gnätschigkeit trieb sie immer weiter. Da gewahrte sie in der Ferne ein Licht, sie eilte darauf zu. Sie gelangt auf den Gipfel, wo das Feuer brennt, um das auf 12 Steinen die 12 Monate sitzen. Hollena erschrickt, doch bald fasste sie sich, tritt näher zu dem Feuer und streckt die Hände aus, um sich zu wärmen. Sie fragte die Monate nicht, darf ich mich wärmen, und spricht kein Wort zu ihnen. »Was suchst du hier, warum bist du hergekommen?« fragte verdrießlich der Eismonat. »Wozu fragst du das, du alter Tor? Du brauchst nicht zu wissen, wohin ich gehe«, fertigte ihn Hollena störrig ab und wendete sich vom Feuer in den Wald. Der Eismonat runzelte die Stirn und schwingt seinen Stab über dem Haupte. In dem Augenblick verfinsterte sich der Himmel. Das Feuer brennt niedrig, es beginnt Schnee zu fallen, als ob wer ein Federbett ausschüttete. Eisiger Wind weht durch den Wald. Hollena sieht nicht einen Schritt vor sich, sie irrt und irrt, stürzt in eine Schneewehe und ihre Glieder ermatten, erstarren. Unaufhörlich fällt Schnee, eisiger Wind weht. Hollena flucht der Schwester, flucht dem lieben Gott. Ihre Glieder erfrieren in dem warmen Pelz. Die Mutter harrte auf Hollena, blickte zum Fenster hinaus, blickte zur Tür hinaus, konnte aber die Tochter nicht erblicken. Stunde auf Stunde verstrich. Hollena kam nicht. »Vielleicht schmecken ihr die Äpfel so gut, dass sie sich nicht von ihnen trennen kann«, dachte die Mutter. »Ich muss nach ihr sehen.« Sie zog ihren Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf und ging los, Hollena zu finden. Alles lag voll Schnee, nirgends
war in Fußstapfen zu schauen. Sie rief nach Holena. Niemand meldete sich. Sie irrte lange, Schnee fiel dicht, eisiger Wind wehte. Maruschka kochte das Essen, besorgte die Kuh, doch weder Holena noch die Stiefmutter kam. »Wo bleiben sie so lange?« sprach Maruschka zu sich und setzte sich zum Spinnrocken. Schon war die Spindel voll, schon dämmerte es in der Stube und es kam weder Holena noch die Stiefmutter. »Ach Gott, was ist ihnen zugestoßen?« klagte das gute Mädchen und sah zum Fenster hinaus. Der Himmel strahlte von Sternen, die Erde glänzte von Schnee. Es ließ sich niemand sehen. Traurig schloss Maruschka das Fenster. Des anderen Tages harrte sie mit dem Frühstück, wartete sie mit dem Mittagsmahl, doch weder Holena noch die Stiefmutter kamen. Der guten Maruschka blieb die Hütte, die Kuh und ein Stückchen Feld. Es fand sich auch ein Hauswirt dazu und beide lebten in Frieden, glücklich miteinander. Der Tannenbaum. Draußen im Walde stand ein niedlich kleiner Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz, Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da und ringsumher wuchsen viel größere Kameraden, sowohl Tannen als auch Fichten. Aber dem kleinen Tannenbaum schien nichts so wichtig wie das Wachsen. Er achtete nicht der warmen Sonne und der frischen Luft, er kümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die da gingen und plauderten, wenn sie herausgekommen waren, um Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gezogen. Dann setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und sagten: »Wie niedlich klein ist der!« Das mochte der Baum gar nicht hören. Im folgenden Jahre war er ein langes Glied größer und das Jahr darauf war er um noch eins länger. Denn bei den Tannenbäumen kann man immer an den vielen Gliedern, die sie haben, sehen, wie viele Jahre sie gewachsen sind. »Oh, wäre ich doch so ein großer Baum wie die anderen«, seufzte das kleine Bäumchen. »Dann könnte ich meine Zweige so weit umher ausbreiten und mit der Krone in die Welt hinausblicken. Die Vögel würden dann Nester zwischen meinen Zweigen bauen und wenn der Wind weht, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die anderen dort.« Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinsegelten. War es nun Winter und der Schnee lag ringsumher funkelnd weiß, so kam häufig ein Hase angesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum weg. Oh, das war ärgerlich. Aber zwei Winter vergingen und im dritten war das Bäumchen so groß, dass der Hase um es herumlaufen musste. Oh, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das einzig Schöne in dieser Welt, dachte der Baum. Im Herbst kamen immer die Holzhauer und fällten einige der größten Bäume. Dies geschah jedes Jahr, und dem jungen Tannenbaum, der nun ganz gut gewachsen war, schauderte dabei, denn die großen, prächtigen Bäume fielen mit Knacken und Krachen zur Erde. Die Zweige wurden abgehauen, die Bäume sahen ganz nackt, lang und schmal aus, sie waren fast nicht zu erkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie davon aus dem Walde hinaus. Wohin sollten sie? Was stand ihnen bevor? Im Frühling, als die Schwalben und Störche kamen, fragte sie der Baum: »Wisst ihr nicht, wohin sie geführt wurden?
Seid ihr ihnen begegnet?« Die Schwalben wussten nichts, aber der Storch sah nachdenkend aus, nickte mit dem Kopf und sagte: »Ja, ich glaube wohl, mir begegneten viele neue Schiffe, als ich aus Ägypten flog. Auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume. Ich darf annehmen, dass sie es waren. Sie hatten Tannengeruch. Ich kann vielmals von ihnen grüßen. Sie sind schön und stolz.« »Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinfahren zu können. Was ist das eigentlich, dieses Meer? Und wie sieht es aus?« »Ja, das ist viel zu weitläufig zu erklären«, sagte der Storch, und damit ging er. »Freue dich deiner Jugend«, sagten die Sonnenstrahlen. »Freue dich deines frischen Wachstums, des jungen Lebens, das in dir ist.« Und der Wind küsste den Baum, und der Tau weinte Tränen über ihn, aber das verstand der Tannenbaum nicht. Wenn es gegen die Weihnachtszeit war, wurden ganz junge Bäume gefällt. Bäume, die oft nicht einmal so groß oder gleichen Alters mit diesem Tannenbaum waren, der weder Rast noch Ruhe hatte, sondern immer davon wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer alle ihre Zweige. Sie wurden auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie zum Walde hinaus. »Wohin sollen diese?«, fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich, einer ist sogar viel kleiner. Weswegen behalten sie alle ihre Zweige? Wohin fahren sie?« »Das wissen wir, das wissen wir«, zwitscherten die Meisen. »Unten in der Stadt haben wir in die Fenster gesehen. Wir wissen, wohin sie fahren. Oh, sie gelangen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man sich denken kann. Wir haben in die Fenster gesehen und erblickt, dass sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und in den schönsten Sachen, vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen hundert Lichtern geschmückt werden.« »Ja, und dann?«, fragte der Tannenbaum und bebte in allen Zweigen. »Und dann? Was geschieht dann?« »Ja, mehr haben wir nicht gesehen. Das war unvergleichlich schön.« »Ob ich wohl bestimmt bin, diesen strahlenden Weg zu betreten?«, jubelte der Tannenbaum. »Das ist noch besser, als über das Meer zu ziehen. Wie leide ich an Sehnsucht, wäre es doch Weihnachten. Nun bin ich hoch und entfaltet wie die anderen, die im vorherigen Jahre davongeführt wurden. Oh, wäre ich erst auf dem Wagen, wäre ich doch in der warmen Stube mit all der Pracht und Herrlichkeit. Und dann, ja, dann kommt noch etwas Besseres, noch Schöneres. Warum würden sie mich sonst so schmücken? Es muss noch etwas Größeres, Herrlicheres kommen. Aber was? Oh, ich leide. Ich sehne mich. Ich weiß selbst nicht, wie mir ist.« »Freue dich, unser«, sagten die Luft und das Sonnenlicht. »Freue dich deiner frischen Jugend im Freien.« Aber er freute sich durchaus nicht. Er wuchs und wuchs. Winter und Sommer stand er grün. Dunkelgrün stand er da. Die Leute, die ihn sahen, sagten: »Das ist ein schöner Baum.« Und zur Weihnachtszeit wurde er vor allen zuerst gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer zu Boden. Er fühlte einen Schmerz, eine Ohnmacht. Er konnte gar nicht an irgendein Glück denken. Er war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen. Von dem Flecke, auf dem er emporgesprossen war. Er wusste ja, dass er die lieben alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher nie mehr sehen werde, ja vielleicht nicht einmal die Vögel. Die Abreise hatte durchaus nichts Behagliches. Der Baum kam erst wieder zu sich, als er im Hofe mit anderen Bäumen abgeladen wurde.
und einen Mann sagen hörte: »Dieser hier ist prächtig, wir wollen nur den.« Nun kamen zwei Diener im vollen Staat und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsherum an den Wänden hingen Bilder, und bei dem großen Kachelofen standen große chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln. Da waren Wiegestühle, seidene Sofas, große Tische voll von Bilderbüchern und Spielzeug für 100 mal 100 Taler. Wenigstens sagten das die Kinder. Der Tannenbaum wurde in ein großes, mit Sand gefülltem Fass gestellt. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Fass war, denn es wurde rundherum mit grünem Zeug behängt und stand auf einem großen, bunten Teppich. Oh, wie der Baum bebte! Was würde da wohl vorgehen? Sowohl die Diener als auch die Fräulein schmückten ihn. An einen Zweig hängten sie kleine, aus farbigem Papier ausgeschnittene Netze, und jedes Netz war mit Zuckerwerke gefüllt. Vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen herab, als wären sie festgewachsen, und über 100 rote, blaue und weiße kleine Lichter wurden in den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaft wie die Menschen aussahen, der Baum hatte früher nie solche gesehen, schwebten im Grünen, und hoch oben in der Spitze wurde ein Stern von Flittergold befestigt. Das war prächtig, ganz außerordentlich prächtig. »Heute Abend«, sagten alle, »heute Abend wird er strahlen«, und sie waren außer sich vor Freude. »Oh«, dachte der Baum, »wäre es doch Abend, würden nur die Lichter bald angezündet, und was dann wohl geschieht? Ob da wohl Bäume aus dem Walde kommen, mich zu sehen? Ob die Meisen gegen die Fensterscheiben fliegen? Ob ich hier festwachse und Winter und Sommer geschmückt stehen werde?« Ja, er wusste gut Bescheid. Aber er hatte ordentlich Borkenschmerzen vor lauter Sehnsucht, und Borkenschmerzen sind für einen Baum ebenso schlimm wie Kopfschmerzen für uns andere. Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum bebte in allen Zweigen dabei, so dass eines der Lichter das Grüne anbrannte. Es senkte ordentlich. »Gott bewahre uns!« schrien die Fräulein und löschten es hastig aus. Nun durfte der Baum nicht einmal beben. Oh, das war ein Grauen. Ihm war bange, etwas von seinem Staate zu verlieren. Er war ganz betäubt von all dem Glanze. Da gingen beide Flügeltüren auf und eine Menge Kinder stürzten herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen. Die älteren Leute kamen bedächtig nach. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick. Dann jubelten sie wieder, dass es laut schallte. Sie tanzten um den Baum herum und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt und verteilt. »Was machen Sie?« dachte der Baum. »Was soll geschehen?« Die Lichter brannten gerade bis auf die Zweige herunter, und je nachdem sie niederbrannten, wurden sie ausgelöscht. Und dann erhielten die Kinder die Erlaubnis, den Baum zu plündern. Sie stürzten auf ihn zu, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit der Spitze und mit dem Goldstern an die Decke festgemacht gewesen, so wäre er umgefallen. Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum. Niemand sah nach dem Baume, ausgenommen das alte Kindermädchen, das zwischen die Zweige blickte. Aber es geschah nur, um zu sehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen sei. »Eine Geschichte, eine Geschichte!« riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann gegen den Baum hin, und er setzte sich gerade unter ihn. Denn so
sind wir im Grünen«, sagte er. »Und der Baum kann besonders Nutzen davon haben, zuzuhören. Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Ivede Avede oder die von Klumpe Dumpe hören, der die Treppe hinunterfiel und doch erhört wurde und die Prinzessin bekam?« »Ivede Avede«, schrien einige. »Klumpe Dumpe«, schrien andere. Das war ein Rufen. Nur der Tannenbaum schwieg ganz still und dachte: »Komme ich gar nicht mit? Werde ich nichts dabei zu tun haben?« Er hatte ja geleistet, was er sollte. Der Mann erzählte von Klumpe Dumpe, der die Treppe hinunterfiel und doch erhört wurde und die Prinzessin bekam. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen: »Erzähle, erzähle!« Sie wollten auch die Geschichte von Ivede Avede hören, aber sie bekamen nur die von Klumpe Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz stumm und gedankenvoll. Nie hatten die Vögel im Walde dergleichen erzählt. Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter und bekam doch die Prinzessin. »Ja, ja, so geht es in der Welt zu«, dachte der Tannenbaum und glaubte, dass es wahr sei, weil ein so netter Mann es erzählt hatte. »Ja, ja, vielleicht falle ich auch die Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin?« Und er freute sich, den nächsten Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug, Gold und Früchten und dem Stern von Flittergold ausgeputzt zu werden. »Morgen werde ich nicht zittern«, dachte er. »Ich will mich recht aller meiner Herrlichkeit freuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpe Dumpe und vielleicht auch die von Ivede Avede hören.« Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll. Am anderen Morgen kamen die Diener und das Mädchen herein. »Nun beginnt der Start aufs Neue«, dachte der Baum. Aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinauf, auf den Boden und stellten ihn in einen dunklen Winkel, wohin kein Tageslicht schien. »Was soll das bedeuten?«, dachte der Baum. »Was soll ich hier wohl machen? Was mag ich hier wohl hören sollen?« Er lehnte sich gegen die Mauer und dachte, und er hatte Zeit genug, denn es vergingen Tage und Nächte. Niemand kam herauf, und als endlich jemand kam, so geschah es, um einige große Kasten in den Winkel zu stellen. Der Baum stand ganz versteckt. Man musste glauben, dass er ganz vergessen war. »Nun ist es Winter draußen«, dachte der Baum. »Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt. Die Menschen können mich nicht pflanzen, deshalb soll ich wohl bis zum Frühjahr hier im Schutze stehen. Wie wohl bedacht ist das, wie die Menschen doch gut sind. Wäre es hier nur nicht so dunkel und schrecklich einsam, nicht einmal ein kleiner Hase. Das war doch niedlich da draußen im Walde, wenn der Schnee lag und der Hase vorbeisprang. Ja, selbst als er über mich hinwegsprang. Aber damals mochte ich es nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam.« »Piep, piep«, sagte da eine kleine Maus und huschte hervor. Und dann kam noch eine kleine. Sie beschnüffelten den Tannenbaum und dann schlüpften sie zwischen seine Zweige. »Es ist eine gräuliche Kälte«, sagten die kleinen Mäuse. »Sonst ist hier nicht gut sein, nicht wahr, du alter Tannenbaum?« »Hey, ich bin gar nicht alt«, sagte der Tannenbaum. »Es gibt viele, die weit älter sind als ich.« »Woher kommst du?«, fragten die Mäuse. »Und was weißt du?« Sie waren gewaltig neugierig. »Erzähle uns doch von den schönsten Orten auf Erden. Bist du dort gewesen? Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegt und Schinken unter der Decke hängen? Wo man auf Talglicht tanzt, mager hineingeht und fett herauskommt?« »Das kenne ich nicht«,
sagte der Baum. »Aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und die Vögel singen.« Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend. Die kleinen Mäuse hatten früher nie dergleichen gehört. Sie horchten auf und sagten, »Wie viel du gesehen hast, wie glücklich du gewesen bist!« »Ich?« sagte der Tannenbaum und dachte über das, was er selbst erzählte, nach. »Ja, es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten.« Aber dann erzählte er vom Weihnachtsabend, wo er mit Zuckerwerk und Lichtern geschmückt war. »Oh«, sagten die kleinen Mäuse, »wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum.« »Hey, ich bin gar nicht alt«, sagte der Baum. »Erst in diesem Winter bin ich aus dem Walde gekommen. Ich bin in meinem allerbesten Alter. Ich bin nur so aufgeschossen.« »Wie schön du erzählst«, sagten die kleinen Mäuse. Und in der nächsten Nacht kamen sie mit 4 anderen kleinen Mäusen, die den Baum erzählen hören wollten. Und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich selbst an alles und dachte, es waren doch ganz fröhliche Zeiten. Aber sie können wiederkommen. Klumpedumpe fiel die Treppe hinunter und bekam doch die Prinzessin. Vielleicht kann auch ich eine Prinzessin bekommen. Und dann dachte der Tannenbaum an eine kleine, niedliche Birke, die draußen im Walde wuchs. Das war für den Tannenbaum eine wirkliche schöne Prinzessin. »Wer ist Klumpedumpe?«, fragten die kleinen Mäuse. Da erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. Er konnte sich jedes einzelnen Wortes entsinnen. Die kleinen Mäuse sprangen aus reiner Freude bis an die Spitze des Baumes. In der folgenden Nacht kamen noch mehr Mäuse und am Sonntage sogar 2 Ratten. Aber die meinten, die Geschichte sei nicht hübsch. Und das betrübte die kleinen Mäuse, denn nun hielten sie auch weniger davon. »Wissen Sie nur die eine Geschichte?«, fragten die Ratten. »Ja, nur die eine«, antwortete der Baum. »Die hörte ich an meinem glücklichsten Abend, aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war.« »Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte. Kennen Sie keine von Speck und Talglicht, keine Speisekammern-Geschichte?« »Nein«, sagte der Baum. »Ja, dann danken wir dafür«, erwiderten die Ratten und gingen zu den ihrigen zurück. Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg. Und da seufzte der Baum. »Es war doch ganz hübsch, als sie um mich herum saßen, die beweglichen kleinen Mäuse, und zuhörten, wie ich erzählte. Nun ist auch das vorbei. Aber ich werde gerne daran denken, wenn ich wieder hervorgenommen werde.« »Aber wann geschah das?« »Ja, es war eines Morgens, da kamen Leute und wirtschafteten auf dem Boden. Die Kasten wurden weggesetzt, der Baum wurde hervorgezogen. Sie warfen ihn freilich ziemlich hart gegen den Fußboden, aber ein Diener schleppte ihn gleich nach der Treppe hin, wo der Tag leuchtete.« »Nun beginnt das Leben wieder«, dachte der Baum. Er fühlte die frische Luft, die ersten Sonnenstrahlen, und nun war er draußen im Hofe. Alles ging geschwind. Der Baum vergaß völlig, sich selbst zu betrachten. Da war so viel ringsumher zu sehen. Der Hof stieß an einen Garten, und alles blühte darin. Die Rosen hingen frisch und duftend über das kleine Gitter hinaus, die Lindenbäume blühten, und die Schwalben flogen umher und sangen, »Kiewit, kiewit, mein Mann ist gekommen.« Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie meinten. »Nun werde ich leben«, jubelte der und breitete seine Zweige weit aus. Aber ach, die waren alle vertrocknet und gelb, und er lag da zwischen Unkraut und Nesseln.
Der Stern von Goldpapier saß noch oben in der Spitze und glänzte im hellen Sonnenschein. Im Hofe selbst spielten ein paar der munteren Kinder, die zur Weihnachtszeit den Baum umtanzt hatten und so froh über ihn gewesen waren. Eins der Kleinsten lief hin und riss den Goldstern ab. »Sieh, was da noch an dem hässlichen alten Tannenbaum sitzt«, sagte es und trat auf die Zweige, so dass sie unter seinen Stiefeln knackten. Der Baum sah auf all die Blumenpracht und Frische im Garten. Er betrachtete sich selbst und wünschte, dass er in seinem dunklen Winkel auf dem Boden geblieben wäre. Er gedachte seiner frischen Jugend im Walde, des lustigen Weihnachtsabends und der kleinen Mäuse, die so munter die Geschichte von Klumpedumpe angehört hatten. »Vorbei, vorbei«, sagte der arme Baum. »Hätte ich mich doch gefreut, als ich es noch konnte. Vorbei, vorbei.« Der Diener kam und hieb dem Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bund lag da. Hell flackerte es auf unter dem großen Braukessel. Der Baum seufzte tief, und jeder Seufzer war einem kleinen Schusse gleich. Deshalb liefen die Kinder, die da spielten, herbei und setzten sich vor das Feuer, blickten hinein und riefen »Piff, paff!« Aber bei jedem Knalle, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommerabend im Walde oder an eine Winternacht da draußen, wenn die Sterne funkelten. Er dachte an den Weihnachtsabend und an Klumpedumpe, das einzige Märchen, das er gehört hatte und zu erzählen wusste. Und dann war der Baum verbrannt. Die Knaben spielten im Garten und der Kleinste hatte den Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen hatte. Ja, nun war der vorbei und mit dem Baum war es vorbei und mit der Geschichte auch. Vorbei, vorbei. Und so geht es mit allen Geschichten.